Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Polizistin Anja Christ wird Opfer einer hinterhältigen Intrige. Anwältin von Minkwitz verteidigt die Beamtin. Lassen Sie mich los! Warum, damit Sie die Kleinen noch mal anschlagen können? Was ich mit meinem Mädchen mache, geht Sie einen Scheißdreck an! Lassen Sie mich los! Ich mache eine Anzeige gegen Sie wegen Körperverletzung im Amt. Ich habe doch gesehen, wie dein Vater mit dir umgeht. Du kannst mir vertrauen, wirklich. Sie können mir nicht helfen. Eine Sache will ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Sie können das Jugendamt meinetwegen an der Nase herumführen, aber wir lassen so schnell nicht locker. Verstanden? Ihr, da! Die sind nicht zu leugnen, oder? Die Polizistin hat mich geschlagen. Vor 4 Wochen ist Anja Christ mit ihrem Mann Gregor und der gemeinsamen Tochter Luisa von Brandenburg nach Berlin-Mitte gezogen. Die Polizeibeamtin begleitet die 13-Jährige heute zu ihrem ersten Tag an der neuen Schule. Doch plötzlich werden die beiden Zeugen einer sehr gefährlichen Situation. Was ist da los? Weißt du, dass ich arbeiten muss? Hey, geh bitte schon mal rein, ja? Hallo! Lassen Sie mich los! Warum, damit Sie die Kleinen noch mal anschlagen können? Was ich mit meinem Mädchen mache, geht Sie einen Scheißdreck an! Lassen Sie mich los! Ich mache gar keinen Scheißdreck an. Schon mal was von Zivilcourage gehört? Hey, alles in Ordnung bei dir? Frau Polizistin, Anja Christ, hier auf der Polizeiwache, du brauchst keine Angst zu haben. Und Sie beruhigen sich jetzt mal. Ich werde jetzt meine Kollegen rufen und dann werden wir hier vor Ort die Strafanzeige aufnehmen. Dann können Sie sich gerne gesittet zu diesem Vorfall äußern, okay? Ja, ich bin ja ganz ruhig, sehen Sie das. Sicher? Ja, natürlich. Ey! Los, rein! Hauen Sie ab! Finger weg! Finger weg! Wir kriegen mal ab, nichts bringen, haben doch hier Kennzeichen! Finger weg, hab ich! Was war denn? Ich muss sofort zur Wache. Aber kannst du schon mit kurz rein? Meine Frau Schubert, meine Klassenlehrerin, wollte noch was mit dir bequatschen. Sie hat mich extra noch mal rausgeschickt. Okay. Da lang. Was wollte er denn? Hast du nicht gesehen? Der hat seine Tochter geschlagen. Aber wieso? Keine Ahnung. Ich kannte ihn auch nicht, aber ich muss dann eingreifen. There are many among us. Nach dem Gespräch mit Luisas Klassenlehrerin fährt Anja direkt auf die Wache. Die Polizistin will noch vor Dienstbeginn Anzeige gegen den gewalttätigen Unbekannten erstatten. Hey Gunnar, gut, dass ich dich treffe. Sag mal, könntest du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Ich bräuchte mal eine Halteabfrage für dieses Kennzeichen hier. Ich muss unbedingt wissen, wem dieser Wagen gehört. Okay, ja? Gar kein Problem. Was ist überhaupt los? Will jemand die Vorfahrt nehmen? Schlimm. Erzähl ich dir später. Ich gehe mich kurz umziehen, ja? Ja, okay. Wir ich sehen danke uns, dir. Jo. Mich völlig grundlos angegriffen. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Was machen Sie denn hier? Da ist ja Ihre werte Frau Polizistin. Richtig. Und Sie? Zur Selbstanzeige hier oder was? Auf keinen Fall. Ich wollte Sie anzeigen. Wegen Körperverletzung im Amt. Bitte? Ja, Sie haben mich völlig grundlos angegriffen. Wie eine Furie ist da auf mich los. Ich habe sie probiert, noch abzuhalten. Da war überhaupt nichts zu machen. Hat sie mich angegriffen und den Arm ausgekugelt. Ich habe Schmerzen ohne Ende. Sie spinnen ja wohl. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe versucht, Ihre Tochter vor Ihren aggressiven Ausbrüchen zu retten. Es kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass Sie jetzt mich beschuldigen, Ihren Arm ausgekugelt zu haben. Anja. Ich habe einfach nur den Polizeigriff angewendet. Anja, schon gut jetzt, ja? Schon gut? Schon gut? Meine Tochter musste sich alles mit anschauen. Die steht völlig unter Schock. Ich musste sie nach Hause bringen. Ich konnte überhaupt nicht in die Schule. Und eins sage ich Ihnen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie als Polizistin niemandem mehr wehtun. Ich werde die Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen, damit Sie Ihren Ausweis so schnell wie möglich loswerden. Das verspreche ich Ihnen. Nachdem Anja sich ihre Polizeiuniform angezogen hat, wartet sie ungeduldig, bis Olaf Peters das Büro ihres Vorgesetzten Franjo Schilling verlässt. Die 40-Jährige will die Vorwürfe des rabiaten Vaters so schnell wie möglich entkräften.
Der Typ war im Krankenhaus, der will ein Attest nachreichen. Ich hab seinen Arm nicht ausgegoogelt, Franjo. Ich bin seit über 10 Jahren Polizistin. Ich weiß doch, wie man den Polizeigriff professionell anwendet. Ich habe genau nach Vorschrift gehandelt. Es wäre mir aufgefallen, wenn da irgendwas passiert wäre. Okay, und dann erzählst du mir jetzt hier keine Lügen, um dich aus der Affäre zu ziehen. Der Typ hat dich angezeigt. Wenn da also was dran ist, dann kommt die Sache raus. Franjo, ich sag dir die Wahrheit. Bitte glaub mir. Okay. Aber noch mal eins von Chef zu Polizistin. Komm runter, bleib cool. Ja, der Typ, ich hab gesehen, du wolltest dem Typen den Kopf abreißen. Also egal, wie sehr der dich provoziert, bleib cool. Ich weiß, Franjo, du hast ja recht. Auch wenn ich wirklich froh bin, dass Franjo mir glaubt, so richtig beruhigt bin ich immer noch nicht. Mensch, jetzt bin ich gerade mal 4 Wochen hier und schon ermitteln meine eigenen Kollegen gegen mich. Das ist echt ein Scheißgefühl. Am besten nehme ich mir direkt einen Anwalt. Aus Angst vor einer Dienstaufsichtsbeschwerde vereinbart Anja noch am selben Tag einen Termin mit Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz. Die Polizeibeamtin macht sich aber nicht nur Sorgen um ihre Karriere, sondern auch um die 14-jährige Tamara Peters. Ich habe mir nach unserem Telefonat natürlich schon Gedanken über die Sache gemacht. Und das große Problem an dem Fall ist, dass die Tamara, die Tochter von dem Herrn Peters, die einzige Zeugin ist. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass die ihren Vater belasten wird. Das heißt mit anderen Worten, wir haben keinen Zeugen, der ihre Version bestätigen wird. Wobei man andererseits natürlich auch in Betracht ziehen muss, dass der Herr Peters seine Strafanzeige ganz genau begründen muss. Ja, aber dieser Peters hat's echt auf mich abgesehen. Der wird nicht so schnell locker lassen. Frau von Minkwitz, Polizistin zu sein, das ist mein Leben. Menschen zu helfen und für Gerechtigkeit zu sorgen, das ist das, was ich immer wollte. Ich war schon einmal kurz davor, all das zu verlieren. Das darf auf keinen Fall noch mal passieren. Ich habe Ihnen doch erzählt, ich habe doch bis vor einem Monat in Brandenburg bei der Polizei gearbeitet. Und da war ich die einzige Frau auf der Wache. Und diese Männer haben mich von Anfang an gemobbt. Da fällt es mir natürlich nicht gerade leicht, meinem neuen Kollegen jetzt einfach so Vertrauen zu schenken. Und wenn ich dann an diese Dienstaufsichtsbeschwerde denke und wahrscheinlich mit internen Ermittlungen gegen mich rechnen muss, ey, dann kriege ich echt Bauchschmerzen. Aber nur immer mit der Ruhe. Das ist doch wirklich alles gar nicht so schlimm. Da werden Sie einmal angehört und so wie ich die Sache einschätze, wird das Verfahren ganz schnell eingestellt werden. Aber was ist, wenn die Ermittler dem Peters glauben und nicht mir? Dem Arm habe ich ihm ausgekugelt, hat er gesagt. Er ist sogar in der Schlinge gekommen. Er sagt, er war im Krankenhaus gewesen damit. Können Sie mir vielleicht sagen, in welchem Krankenhaus er war? Keine Ahnung. Muss ja irgendwo in der Nähe von der Schule gewesen sein. Ich meine, er war schließlich eine Stunde später auf der Wache. Also wissen Sie was? Ich werde sofort in den umliegenden Krankenhäusern ermitteln. Und wenn das stimmt, was Sie vermuten, dass der diese Straftat, diese Körperverletzung nur vorgetäuscht hat, das wäre ja großartig, dann hätten wir die Anzeige gleich aus der Welt. Ja, das wäre gut. Oh Mensch, oh nein. Das alles nur, weil ich diesem kleinen Mädchen helfen wollte. Also in der Sache werde ich sofort nachgehen. Ich rufe morgen die zuständige Mitarbeiterin vom Jugendamt an. Heute kriege ich da überhaupt keinen Menschen mehr. Und wissen Sie, vielleicht haben wir Glück oder ich muss eher sagen Unglück. Vielleicht ist diese Familie ja dem Jugendamt schon bekannt. Vielleicht gab es da schon mehrere Auffälligkeiten. Während Luisa ihrem Vater Gregor am Abend von ihrem ersten Tag in der neuen Schule erzählt, lässt Anja die Sorge um Tamara keine Ruhe. Obwohl sie der Anwältin versprochen hat, die Aufklärung dem Jugendamt zu überlassen, will die Polizistin handeln. Du Gregor, ich muss noch mal los. Könnt ihr vielleicht heute Abend ohne mich essen? Was? Jetzt noch mal weg? Du hast doch gesagt, dass du mit mir noch zum Fußballtraining kommst. Das ist mein erstes Training. Und hast du es vergessen oder wie? Nein, Schatz, natürlich habe ich das nicht vergessen. Aber du erinnerst dich doch an dieses Mädchen heute Morgen auf dem Schulparkplatz, wie es von seinem Vater geschlagen wurde. Ich muss da einfach noch mal hin, vielleicht kann ich ihm irgendwie helfen. Aber du hast versprochen, dass du mich begleitest. Ich weiß, mein Schatz, ich mach das wieder gut, okay? Nein, nein, lass mich in Ruhe. Sag mal, musste das jetzt sein? Du hast doch erzählt, dass diese Anwälte morgen das Jugendamt informiert und die kümmern sich dann um alles. Aber wer weiß, wie lange das dauert. Ich kann hier nicht in Ruhe rumsitzen und Nudeln essen, wenn der Vater vielleicht in der Zeit sonst was mit dir anstellt. Ja, woher weißt du überhaupt, wo die wohnt? Na, durch diese Strafanzeige gegen mich. Gregor, bitte habt doch Verständnis für mich. Ich könnte mir das niemals verzeihen, wenn ihr jetzt irgendwie gerade was passiert und ich hätte das vielleicht verhindern können. Pass auf, wenn dir das so wichtig ist, dann will ich dich nicht aufhalten. Schatz, okay. Danke für dein Verständnis. Ich kann Luisas Enttäuschung gut verstehen. Schließlich habe ich seit dem Umzug kaum Zeit für sie gehabt. Aber ich fühle mich einfach verantwortlich für dieses Mädchen. Und ich kann nicht rumsitzen und auf das Jugendamt warten. Wer weiß, was er ihr in der Zeit noch antut.
Eine halbe Stunde später erreicht Anja das Einfamilienhaus, in dem Olaf mit seiner Tochter wohnt. Als Tamara den Müll rausbringt, nutzt die Polizistin die Gelegenheit, allein mit der 14-Jährigen zu sprechen. Hey, Tamara. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin Anja Christ, die Polizistin von heute Morgen. Lassen Sie mich, ich ruf's wieder rein. Weil du Angst hast, dass dein Vater uns sieht? Ich hab keine Angst. Tamara, ich hab doch gesehen, wie dein Vater mit dir umgeht. Das war ein Ausrutscher. Ich sah mir aber nicht nach einem einmaligen Ausrutscher aus. Du kannst mir die Wahrheit sagen. Ich bin extra noch mal hergekommen, um dir zu helfen. Du kannst mir vertrauen, wirklich. Sie können mir nicht helfen. Ist deine Mutter da? Meine Mutter ist nicht da. Die ist seit einem halben Jahr weg, hat ihre Koffer gepackt und ist abgehauen und hat mich und Papa alleine gelassen. Hören Sie, egal, was Sie auf dem Parkplatz gesehen haben, lassen Sie uns in Ruhe. Das, was dein Vater mit dir macht, dass er dich schlägt, das ist nichts, was du akzeptieren musst. Auch als Kind kannst du dich wehren. Er hat mich lieb, das sagt er immer wieder. Warum schlägt er dich, wenn er dich lieb hat? Ich verstehe ja, dass du als Kind deinen Vater so sehen möchtest. Aber weißt du, wenn du ihn anzeigst, dann wird er vielleicht selber merken, dass sein Verhalten irgendwie nicht in Ordnung ist und dass er Hilfe braucht. Ich muss wieder rein, ich denke drüber nach. Auch wenn Tamara abgeblockt hat, trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich ein klitzekleines bisschen zu ihr durchgedrungen bin. Ich hoffe wirklich, dass sie auf die Wache kommt und aussagt. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich heute noch mal bei ihr war. Tamara? War das nicht diese Polizistin, mit der du dich vom Haus unterhalten hast? Was wollte die von dir? Nichts. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich verziehen. Nichts? Dafür habt ihr euch aber ziemlich lange unterhalten. Tamara, letzte Chance. Was wollte die Frau von dir? Sie wollte mich überreden, dich anzuzeigen. Sie hat gesagt, du brauchst Hilfe. Ach, so ein Schwachsinn. Die wollte dich einlullen. Oder hat sie dich schon bequasselt? Nein, Papa, niemals. Du kannst mir vertrauen. Ach, ich kann dir vertrauen, ja? So wie deiner Mutter? Diese Frau, die will nur einen Keil zwischen uns treiben. Das lasse ich nicht zu. Tamara, die Frau will uns auseinanderbringen. Sie ist böse. Glaub's mir bitte. Eigentlich war die Polizistin ja ganz nett. Also ich glaube, sie will uns wirklich bloß helfen. Also bist du auf ihrer Seite oder was? Du bist wie deine Mutter. Ich wusste, ich kann dir nicht vertrauen. Nein, Papa, bitte nicht. Halt die Klappe. Wenn ich dich noch mal mit dieser Frau sehe, dann setzt es was. Nein, Papa, bitte, bitte, nein, nein. Rechtsanwältin Barbara von Minkwitz ahnt von dem Alleingang ihrer Mandantin nichts, als sie am nächsten Morgen ein Krankenhaus in Berlin-Mitte aufsucht. Da die Klinik in unmittelbarer Nähe der Schule liegt, hofft die Juristin hier mehr über Olafs Verletzungen herauszufinden und kommt mit Krankenschwester Miriam Schmitter ins Gespräch. Anwältin, Sie wissen doch ganz genau, dass wir Fremden gegenüber keine Auskunft über unsere Patienten geben dürfen. Haben Sie ja recht, das stimmt ja auch. Aber wenn Sie schon von Patienten reden, dann gehe ich davon aus, dass dieser Mann tatsächlich hier war und dass Sie ihn auch behandelt haben? Das sagen Sie jetzt, aber ich kann Ihnen ja mal sagen, was hier so manchmal abläuft. Da kommen Typen rein, machen einen fürchterlich schwer verletzt, drängeln sich im Wartezimmer vor. Der Arzt nimmt sie ran, nur um festzustellen, dass gar nichts ist. Keine Verletzung, nichts, nicht mal die geringste Schramme. Meine Güte, mit solchen Simulanten haben Sie hier zu tun und die versorgen Sie dann auch noch und denen verpassen Sie auch noch eine Armschlinge, damit Sie auf der Polizeiwache dann großes Theater spielen können? Die Armschlinge kriegen Sie in jeder Apotheke. Was immer Sie damit machen wollen, das bitte fragen Sie mich nicht. Durch die Aussage der Krankenschwester weiß ich jetzt, dass der Herr Peters die Verletzung nur vorgetäuscht hat, um meiner Mandantin eine Körperverletzung anzuhängen. Damit droht ihm eine Strafanzeige wegen falscher Verdächtigung. Ich werde jetzt sofort zu meiner Mandantin auf die Polizeiwache gehen und sie informieren. Der wird bestimmt ein Stein vom Herzen fallen. Nach dem aufschlussreichen Gespräch im Krankenhaus fährt Barbara von Minkwitz sofort zu ihrer Mandantin auf die Polizeiwache. Die Anwältin berichtet Anja gerade von ihrem Ermittlungserfolg, als die beiden in einen lautstarken Disput zwischen Olaf Peters und Anjas Vorgesetztem Franjo Schilling platzen. Beruhigen? Ihre schöne Polizistin greift ein unschuldiges Mädchen an und dann soll ich mich beruhigen oder was? Was soll ich bitte getan haben? Herr Peters, jetzt passen Sie bitte mal ganz genau auf, was Sie sagen. Ich brauch nicht aufpassen. Komm mal her, Tamara. Da! Ihre Polizistin hat meiner Tochter gestern Abend am Haus aufgelauert und wollte sie zu einer Falschaussage zwingen, ja? Dass ich sie prügel, dass ich sie auf dem Schulhof geschlagen habe oder sonst was. Ich glaube, ich spinne. Ich würde meiner Tochter niemals was antun. Ganz sicher nicht. Ich habe die Schnauze voll. Ich mache jetzt eine Anzeige wegen Stalking und Körperverletzung. Diese Frau, die gehört weg.
Ja, Franjo, ich war gestern Abend bei Tamara, aber nur, um mit ihr zu reden. Ich wollte diesem armen Mädchen helfen. Ja. Diese blauen Flecken müssen Sie ihr zugefügt haben. Das ist klar. Wieder auf mich abwälzen. Und da ist eine Polizistin, die arbeitet bei Ihnen, oder was? Herr Peters, jetzt reicht es aber absolut. Ich bin die Rechtsanwältin von Frau Christ. Und ich sag Ihnen mal was. Sie erzählen hier eine Lüge nach der anderen. Die Sache mit Ihrem ausgekugelten Arm stimmt überhaupt nicht. Ich war im Krankenhaus, ich habe recherchiert. Sie haben keine Verletzung. Und Sie haben ja bis heute auch keinen Attest vorgelegt. Und ich wette was, Sie werden auch keins vorlegen, Herr Peters, ne? Dann ist ja auch egal. Ich habe aber Schmerzen gehabt. Und außerdem geht's heute nicht um mich, sondern um Tamara. Hier, da. Die sind nicht zu leugnen, oder? Tamara, sag die Wahrheit. Wer hat dir diese blauen Flecken zugefügt? Du bist hier auf der Polizeiwache, du kannst die Wahrheit sagen, du bist in Sicherheit. Schatz, ich sag immer die Wahrheit, oder nicht? Die Polizistin hat mich geschlagen. Herr Peters, gehen Sie doch schon mal ins Büro, damit wir nachher Ihr Protokoll aufnehmen können. Anjo, das ist alles von vorne bis hinten gelogen. Dieser Typ hat's auf mich abgesehen. Anja, ich weiß gerade gar nicht, was ich denken soll. Ja, gestern machst du dem Typen an die Gurgel, dann läufst du nach Feierabend vor seinem Haus rum. Sag mir, was soll ich darüber denken? Also, Herr Schilling, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die Frau Christ die Tochter geschlagen hat. Das ist doch völlig absurd. Ich brauche frische Luft. Geh mit. Wiedersehen. Excuse me for a while. Anwältin Barbara von Minkwitz versucht, Anja zu beruhigen. Doch dass Olaf sie mittlerweile ein zweites Mal angezeigt hat und damit ihre Laufbahn bei der Polizei in Gefahr bringt, trifft die 40-Jährige sehr. Außerdem gibt sie sich die Schuld für Tamaras Verletzungen. Wir haben ja bis jetzt immer nur vermutet, dass dieser Herr Peters seine Tochter regelmäßig schlägt. Aber jetzt haben wir die blauen Flecken in ihrem Arm gesehen. Sie glauben mir wohl, dass ich das nicht war, oder? Natürlich glaube ich Ihnen, Frau Christ. Das ist doch selbstverständlich. Der Herr Peters, der muss sich seine Tochter nach dem Gespräch, was Sie mit ihr geführt haben, noch mal vorgeknöpft haben. Wahrscheinlich hat er das vom Fenster aus beobachtet. Oh Mensch, es hat alles nur wegen mir gemacht. Ich habe bloß nicht noch mal hingefahren. Ich habe mit meinem Besuch genau das Gegenteil bezwecken wollen. Also wissen Sie, da sagen Sie was. Ich finde das auch ausgesprochen unglücklich, dass Sie da noch mal alleine hingefahren sind. Ich meine, Sie haben den Mann provoziert. Und dem haben Sie vor allen Dingen jetzt eine Chance gegeben, ihm noch eine weitere Körperverletzung anzuhängen. Und das Schlimme ist, die Tamara hat jetzt seine Aussage bestätigt. Das ist für uns eine schwierige Situation. Und das heißt, was machen wir jetzt? Ich meine, Sie haben doch gesehen, dass Tamara total unter der Fuchtel ihres Vaters steht. Wissen Sie, die Mitarbeiter vom Jugendamt, die sind wirklich routiniert. Und das ist nicht das erste Kind, was aus Angst falsch aussagt und seine Familienangehörigen deckt. Die Jugendamtarbeiterin hat mir gesagt, dass sie ganz schnell da einen unangekündigten Besuch macht und hat mir versprochen, uns danach zu informieren, weil ich ihr gesagt habe, wie außerordentlich besorgt wir sind. Das ist gut. Ich hoffe echt, dass das arme Mädchen bald sicher ist. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. Zwei Tage später treffen sich Anja und Anwältin Barbara von Minkwitz mit der zuständigen Jugendamtsmitarbeiterin. Irene Richrath ist in die Anwaltskanzlei gekommen, um den besorgten Frauen von ihrem Besuch bei Olaf und Tamara zu berichten. Also vorab eins muss Ihnen klar sein, dieses Gespräch hier ist vertraulich. Sie wissen ja, Frau Minkwitz, auch das Jugendamt hat eine Verschwiegenheitspflicht. Deswegen kann ich Ihnen auch nicht jedes Detail von meinem Besuch bei Herrn Peters erzählen. Aber da Sie sich ja so große Sorgen um Tamara machen, wollte ich Sie wenigstens kurz beruhigen. Herr Peters tut alles für seine Tochter. Dabei hat das wirklich nicht leicht. Sie müssen wissen, seine Frau hat ihn vor kurzem verlassen, sodass er sich nun ganz alleine um Tamara kümmern muss. Aber er strengt sich wirklich an, um ein guter Vater für sie zu sein. Guter Vater? Ein guter Vater schlägt doch seine Kinder nicht oder brüllt sie auf offener Straße an. Herr Peters ist kein guter Vater. Ich habe ihn doch selbst miterlebt. Ich habe persönlich erlebt, wie der Vater ganz hemmungslos sogar in der Öffentlichkeit die Tamara unter Druck setzt. Ich sage Ihnen, die Tamara hat Angst vor ihm. Das kann ich nicht beurteilen, aber was ich beurteilen kann, ist das Kindeswohl. Und Tamaras Wohl ist bei ihrem Vater keinesfalls gefährdet. Im Gegenteil, gerade in der schweren Zeit nach dem Weggang der Mutter braucht Tamara ihren Vater umso mehr. Die beiden brauchen einander. Verstehen Sie das doch nicht? Frau Richard, Sie haben sich täuschen lassen. Der hat Ihnen was vorgespielt. Der ist kein guter Vater. Der manipuliert alles und jeden. Sie haben sich wirklich täuschen lassen. Sie müssen da noch mal hin, einfach unangemeldet. Dann werden Sie sehen, dass ich recht habe.
Das war genau genommen schon die zweite Überprüfung, die wir bei der Familie durchgeführt haben, Frau Christ. Ach, das ist jetzt aber interessant. Da gab es schon mal eine Anzeige gegen Herrn Peters? Also vor 3 Monaten hat uns jemand aus der Nachbarschaft informiert, dass Herr Peters seine Tochter angeblich manchmal laut anschreien würde, dass man es noch auf der Straße hören kann. Aber auch unser damaliger Besuch war ohne Auffälligkeiten. Er muss die Trennung von seiner Frau verkraften und sich auch erstmal in die Rolle des alleinerziehenden Vaters einfinden. Ich glaube das jetzt echt nicht. Wissen Sie, das ist jetzt schon die zweite Anzeige gegen Herrn Peters und Sie unternehmen immer noch nichts. Was soll noch alles passieren, damit Sie endlich was tun für Tamara? Frau Christ, wenn Sie wüssten, wie viele Anzeigen täglich bei uns eingehen, mobbende Nachbarn, Eltern im Sorgerechtsstreit, wenn es danach gehen würde, würden kaum noch Kinder bei ihren Eltern leben. Bitte, verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich bin Ihren Vorwürfen nachgegangen, Sie haben sich nicht bestätigt. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Und jetzt entschuldigen Sie mich, nehmen noch mein Täschchen. Vielen Dank, Frau Richards, aber es ist wirklich sehr schade. Ich kann nur hoffen, dass Sie recht haben. Ja. Trotzdem vielen Dank, Frau von Minkwitz, so schnell hier waren. Alles Gute. Tschüss. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Ja. Ich habe echt gedacht, dass das Jugendamt diese ganze Sache ernster nehmen würde. Das habe ich auch gehofft. Wissen Sie, Frau Christ, ich habe da eine Idee. Wir sollten noch mal zu dem Herrn Peters in die Straße fahren und nach dem Nachbarn ermitteln, der vor 3 Monaten die Anzeige gegen ihn erstattet hat. Wir müssen selber die Initiative in die Hand nehmen. Das ist eine gute Idee. Sonst passiert hier gar nichts.